Der Brunnen in dem Schätzchen liegt, oh jo, ist 100.000 Klafter tief, oh jo. Zieht am Strick, zieht am Strick, Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Aus Schätzchens Aug die Tränen rollen, oh jo, der Brunnen ist schon halb voll, oh jo. Zieht am Strick, zieht am Strick, Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Und kann sie nicht gerettet sein, oh jo, spring ich zu ihr in den Brunnen hinein, oh jo. Zieht am Strick, zieht am Strick, Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Und rettet ihr das Schätzchen mein, oh jo, soll sie auch euer Schätzchen sein, oh jo. Zieht am Strick, zieht am Strick, Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Also, einiges ist in den Brunnen gefallen. Weiteres, außer diesen Töchtern des Trygajos. 1961 war die Premiere und wir haben gehört, eine neue Vertonung von Tschirpke. Und Markus Tschirpke, also ja, das ist interessant, dass praktisch in diesen Tagen oder in diesen Jahren man auf Hacks Zugänge hat, die vor 40 Jahren nicht so zu denken waren, die einen aber auch nicht ohne Hoffnung lassen. Also insofern war das nicht die schöne Asriel-Fassung, sondern eine andere Fassung. Klaus Höpke, haben Sie die Inszenierung damals gesehen, 61? Nein, 61. 61. Sie waren in Leipzig zu dieser Zeit, oder? Nee. Ja, ja, Leipzig. Ja. Klaus Höpke ist 1933, also die Aufgabe ist, ihn ein bisschen vorzustellen von Dr. Oehme, vielen Dank für die Vorstellung. 1933 in Cuxhaven geboren, aber eigentlich Berliner. Er war dann in Mecklenburg mit seiner Mutter, also ausgebombt, das haben sie mir erzählt. Und dann gab es erste Schreibversuche und es gab auch Veröffentlichungen in Zeitungen, auch Gedichte. Also es war anscheinend eine Neigung zur Literatur relativ früh, scheint mir. Und dann gibt es also das Studium in Leipzig der Journalistik. Sie waren dann erster Sekretär der FDJ-Kreisleitung, auch richtig? Oder Bezirksleitung, sogar Bezirksleitung Leipzig. Und in die Zeit, in die jetzt 61 gerade waren, in dieser Zeit etwa 1963 dann der Wechsel nach Berlin zum Neuen Deutschland und dort waren sie im Feuilleton dieser Zeitung bis 1973. 1973 dann der Wechsel ins Kulturministerium, stellvertretender Kulturminister für ja, diesen tollen Begriff, kann ich nicht ganz sagen, Verlage und Dr. Oehme hat es ganz richtig gesagt, Buchwesen, Verlage. Also es ist nicht nur die Literatur, wie man immer so sagt, der Bücherminister, sondern der Bücherminister war offensichtlich auch der Minister für sämtliche Bücher, also technische Publikationen und alles. Und 1989 dann gibt es, sind sie, also endet, wie für viele, ihre Arbeit in diesem Apparat. Und sie sind aber aktiv weiter in der PDS und später dann im Thüringer Landtag und heute bei der Linken.
Ich habe auch gelesen, dass Sie in dem stellvertretender stellvertretendes Kuratoriumsmitglied der SAPMO sind. Ist das richtig? Mhm. Das ist auch eine interessante Frage. Das ist also das Archiv der Massenorganisation des Staates und der Massenorganisation der DDR. Und das ist ja eine interessante Frage, wie man praktisch an die Dinge des Archivs überhaupt noch rankommt. Ne? Kommt man an die ran, muss man für die bezahlen. Also die PDS hat sich irgendwann von diesem ganzen Archiv getrennt und hat das, das Bundesarchiv gegeben. Und es gibt aber ein Kuratorium, dem sie angehören. Das, ja. Falls Juristen da sind, sage ich dann noch zwei Sätze dazu. Damit das ja, bitte gleich. Also es war erst logisch, sich zu sagen, wenn es eine SPD gibt und eine PDS, zwei Parteien aus der Arbeiterbewegung, dann könnten die ihre Archive und Bibliotheken vereinigen. Und das ist auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung und uns lange Zeit so verfolgt worden. Aber es zeigte sich dann, dass angesichts des Kräfteverhältnisses im Bundestag dazu eine Zustimmung von Konrad-Adenauer-Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung und der Naumann-Stiftung der FDP nicht zu kriegen war. Und deswegen musste neu gesucht werden nach einer Konstruktion, die dann eben eine solche enge Verbindung der beiden Parteien nicht möglich macht auf dem Gebiet. Und diese Regelung haben wir gefunden mit Leuten vom Bundesinnenministerium. Sieghard von Köckritz hat da eine wesentliche positive Rolle gespielt, sodass tatsächlich eine Integration in das Bundesarchiv möglich war. Aber Integration in folgendem, deswegen habe ich überhaupt jetzt mich gemeldet, es heißt, die Abkürzung SAPO, ja, Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv. Und davor ist das S Stiftung. Stiftung, Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv. Es ist auch sehr selten in offiziellen Bezeichnungen, dass die DDR nicht als sogenannte oder frühere oder einzige vorkommt, sondern es heißt der DDR. So waren ja die Dinge auch. Und da ist es ordentlich untergebracht. Das ist in der Finkelsteinallee Lichterfelde West aussteigen und dann ein Stückchen laufen und dann ist es ist ein früheres Kasernengebäude. Wie bitte? Es gibt auch einen Bus. Ja, man kann mit dem Bus dann auch noch den Rest fahren, wenn man nicht laufen will. Das ist aber auch eine interessante Stadtwanderung, hat es gesagt. Und wer sich historisch interessiert, das sind die Gebäude, in denen Hitler 1934 einen großen Teil der Röhm-Leute umgebracht hat. Also den Röhm selber hat er in München umgebracht, und aber mehrere sind in dem Gelände auch umgebracht worden. Ja, also es hat eine wüste, widersprüchliche Geschichte, dieser Komplex dort, aber nach 1945 waren die Andrew Barracks da drin. Aber jetzt wird es auch noch durch zusätzliche Bauten ermöglicht, da noch mehr unterzubringen. Also es sind ganz vernünftige Archivstätte. Und die Stiftung hat also Einfluss auf die... So ist es. Die Stiftung musste deswegen gegründet werden, damit die Einbringer... Und die PDS ist ein Vertreter eines großen Teils der Einbringer, eben die der PDS und früher der SED und auch anderen Parteien angehört haben, eingebracht haben, und dadurch haben die bestimmte Mitspracherechte, wie eben auch der Kulturbund, die Gewerkschaften und so weiter, also alle die DDR-Archivgüter, die nicht staatliche waren, dort eingebracht haben. Die staatlichen sind normal im Bundesarchiv. Und das Bundesarchiv selber ist auch dort. Und wie ist die Eigentumsfrage geklärt? Das bleibt bei denen, die es eingebracht haben. Ah. Ja, das ist klar. Bis hin auch zur bei Machinationen, die uns nicht zusagen würden, dann können wir auch sagen, dann gehen wir da wieder raus. Das ist das erlaubt der Charakter dieser Stiftung. Ja.
Also der Bücherminister hat auch mit Hacks zu tun. Das ist also nicht schlecht, dass wir, wenn wir über Kulturpolitik sprechen und Hacks sprechen, mit Klaus Höpke reden, glaube ich. Und der sehr direkte Bezug, also wo Hacks sich zu Höpke äußert, das ist also unser Titel geworden, opportunistisch. Und vielleicht können Sie diese Anekdote vortragen. Ja, also bei Heule ist erschienen ein Band mit Bändchen mit Anekdoten, 130 Anekdoten über Peter Hacks und 13 anderweitige. Und eine heißt Autoreise mit Minister. Die Weimarer Goethe-Gesellschaft hatte die Feier des Goethe-Jahres 1982 sehr international aufgezogen. Sie bot einen Franzosen, einen Amerikaner, einen Westdeutschen und sogar einen Japaner. Hacks war die Ehre zuteil geworden, mit einem Vortrag die DDR zu vertreten. Und Klaus Höpke, so heißt es hier weiter, der Bücherminister, hatte mit einer hochintelligenten Zusammenfassung aller Beiträge das Ergebnis abgerundet. Höpke und Hacks waren einander verständlich und also sympathisch. Höpke bot Hacks den Platz, den er im Auto hatte, an und sie fuhren nach erfolgreich getaner Arbeit zusammen die 6 Stunden von Weimar bis Berlin und nutzten die lange Zeit zum Plaudern. Die 6 Stunden ist eine dichterische Freiheit, wie im Goethe-Archiv ja, und im Goethe-Museum ja auch die Notiz zu lesen ist, wie viele Stunden Goethe gebraucht haben will, um nach Kochberg zu kommen, zur Charlotte. Er hat die Zeit in diesem Papier unheimlich verkürzt. Dieses hier, was Hacks macht, ist eine etwas Verlängerung. Also es waren noch nicht die jetzigen Verkehrsverhältnisse und wir hatten ein Lader und nicht ein höher modernisieren. Aber 6 Stunden haben wir nicht gebraucht, trotz Pause. So, wir sind da also gefahren. Wir nutzen die 6 Stunden von Weimar bis Berlin und nutzen die lange Zeit zu plaudern. Unsere Buchimportpolitik, ließ Hacks fallen, ist ja durch und durch opportunistisch. Opportunistisch, fragte der Minister etwas scharf zurück. Was genau würden Sie unter diesem Vorwurf begreifen wollen? Na, eben alles, sagte Hacks, der keinen Streit sucht. Vielen Dank. Der keinen Streit suchte, was denken Sie, meinte Hacks mit alles? Ja, da wir uns gelegentlich unterhalten hatten über verschiedene Seiten der Kulturpolitik und darunter auch der Literaturpolitik, mich hatte irritiert, daher die Schärfe meines Reagierens, dass er das speziell auf die Buchimportpolitik bezogen hat. Ich fand nur gerade, dass die Buchimportpolitik der DDR in den Jahren, gerade 82 war das, ja, dass wir da vieles, was vorher schlimm war, aufgeholt hatten. Dass also vieles, was vorher nicht reingelassen wurde, inzwischen längst zum Buchimport gehörte. Sowohl Import durch Lizenzen, als auch bei Gleichsprachigkeit durch fertige Bücher. Also da wunderte ich mich etwas. Aber da wir uns des Öfteren unterhalten haben, das Opportunistische sah er darin, dass bestimmte Autoren, die er, sagen wir mal, künstlerisch für zu den Schwächeren gehörend ansah, dass wir die sozusagen durchgehen ließen und nicht, wenn wir schon restriktiv manchmal eingreifen, warum denn da nicht? Und umgekehrt, dass es Sachen gab, wo er fand, dass wir ideologisch zu weitherzig sind. Das wollten wir als Vorwurf aber auch ungern entgegennehmen. Also zu dieser Weitherzigkeit vielleicht noch, es gibt da 1990 einen Essay von ihm, der internationale Opportunismus in deutschen Reihen. Und da geht er eigentlich dem Begriff Opportunismus recht gründlich nach und stellt fest zum einen, dass Opportunismus bei Schriftstellern, also er hat das Beispiel Gerd Hauptmann, durchaus
verständlich sei, weil es sich bei Schriftstellern ja um Menschen handle und der Mensch also essen wolle und so weiter. Und in der Politik allerdings verweist er natürlich auf Lenin und kommt dann dazu, wo ist das? Ja, Opportunismus, sagt Lenin, ist die Idee der Zusammenarbeit der Klassen. Aus dem Zusammensturz der Zweiten Internationale leitet Lenin schon 1915 die Notwendigkeit ab, eine dritte, eine marxistische Internationale zu gründen. Eine solche Gründung lasse aber, sagt er, nur über die Köpfe der alten Führer hinweg, über den Kopf der alten Partei hinweg, sich ins Werk setzen. Also davor noch, nicht etwa wurden die Arbeiterparteien von den Regierungen zur Zustimmung genötigt, sie taten gern, was sie sollten und folgten ihren Klassenfeinden freiwillig. Der Fachname für diese wunderbare Selbstauflösung des organisierten Proletariats lautet Opportunismus. Also der Vorwurf, wenn er den natürlich gegen Politik erhebt, ist sehr, sehr ernsthaft. Vielleicht kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch darauf, vielleicht wollen Sie auch jetzt noch gleich etwas dazu sagen. Wir sind ein bisschen fast bei dem Thema, dass, also jetzt streifen wir es in dem Moment, dass die Hax-Tagung, auf die ich hier auch noch mal kurz hinweisen kann, die letzte zur Romantik, im Kern durchaus auch kam. Da ging es nämlich darum, wie die Auffassung von Hax, also zur Romantik, sich von heute überhaupt verstehen lässt. Also der praktisch und ein sehr ernsthafter und bedeutender Wissenschaftler, Kai Köhler, formulierte dann ganz treffend, oder treffend jedenfalls für den Sachverhalt, so wie er ihn sieht, Napoleon wurde so wenig von Kleist besiegt wie die DDR von Christa Wolf. Also diese Frage, einmal Opportunismus in der Politik und dann aber der Rückbezug, welche Folgen hat Literatur wiederum auf Politik? Also haben die Literaten der DDR Schuld an deren Untergang? Das war so die zugespitzte These, die sich so und so weit mit Hax belegen lässt oder nicht belegen lässt. Also wie weit er das tatsächlich so meint, aber es jedenfalls auf diese Gedanken kam, die Hax-Konferenz, oder das war ein Diskussionspunkt. Also für uns damals war die Debatte um die Romantik kompliziert dadurch, dass es zwei verschiedene Tendenzen gab. Wir hatten lange Zeit eine, sage ich jetzt auch etwas gröber, ja, sektiererische Abgeschottetheit gegenüber bestimmten Tendenzen der Romantik und ihrer Aufnahme ins heutige Literaturleben. Und wir waren bemüht, das abzubauen, zu sagen, auch diese Art, die Wirklichkeit zu reflektieren, gehört zur Literatur. Man kann nicht sagen, nur das klassische Gute und so weiter, sondern das ist auch ein wesentliches Element. Wo wir nun gerade dabei waren, diese Enge zu überwinden, kommt dann die ja auch wichtige Beobachtung, dass manche beim Beerben der Romantik darauf aus waren, diese und nur diese Sichtweise als literarisch legitim anzusehen und in die heutige Literatur reinzubringen. Und auf die hat Hax natürlich sofort energisch reagiert und so kam es auch zu einem Doppelkonflikt in dem Zusammenhang. Vielleicht können wir jetzt versuchen, also nachdem das so ein bisschen angerissen ist, versuchen die ihre Begegnung vielleicht etwas chronologisch zu besprechen und dann irgendwann sind die anwesenden Experten auch sehr gebeten, sich in dieses Gespräch einzumischen. Wann lernten Sie Hax kennen? Oder wann sind Sie ihm erstmals begegnet?
64, 65. Wann genau kann ich jetzt so auch nicht angeben, aber es gibt eine Sache, die durch die Zeitung dokumentiert ist. Ja. Er hat im Februar 1965 in einer Reihe, die von DDR-Schriftstellern im Studentenviertel Siegmundshof veranstaltet wurde, hat er einen Abend gestaltet. Also das hieß Sozialistische Schriftsteller lesen. Und da waren verschiedene zu Gast und unter anderem eben Peter Hacks. Und ich bin öfter zu diesen Veranstaltungen mit ihm gegangen. Ich war damals noch bei Neuen Deutschland und habe darüber dann kurz berichtet. Dieser Artikel ist genau zum Neuen Deutschland dann erschienen, da waren Sie da am Feuilleton. Vielleicht könnten Sie charakterisieren diese Zeit, also praktisch die Zeit, das war 65, als Sie diesen Artikel geschrieben haben, es war vor dem 11. Plenum, also die Zeit praktisch nach dem 6. Parteitag 1963. Die ja mit dem Jugendplenum, vielleicht, das wäre vielleicht auch interessant zu erfahren, Sie sind im 1963 in Leipzig Ulbricht begegnet bei einer Jugendkonferenz, vielleicht ist das ein interessanter Punkt, also die, weil wir da vielleicht auf diese Frage des Jugendkomitees kommen. Oh, ja. Die etwas Reiferen unter Ihnen werden sich erinnern, dass es 62, 63 dieses Jugendkomitee gab, das eben erwähnt wurde. Das hatte den Titel der Jugend, Vertrauen und Verantwortung. Und das lief darauf hinaus, den Jugendlichen mehr zuzutrauen. Ihnen nicht bloß allgemein was abzufordern von oben herab, sondern ihnen mehr Eigenständigkeit zuzutrauen. Und Ulbricht war in dem Punkte ziemlich deutlich auch in seinen kritischen Äußerungen. Also zum Beispiel, ihr dürft euch nicht zufrieden geben mit dem, was in irgendwelchen Chrestomatien und Anthologien und so weiter drin steht, sondern ihr müsst die Werke selber lesen, an den Quellen. Ihr müsst, wenn ihr eine andere Auffassung habt als die Leiter in euren Arbeitsbereichen, dann müsst ihr diese Auffassung auch vertreten und nicht kuschen, nur weil der ein Stück höher sitzt und so. Also das waren ziemlich deutliche Sachen, die im Text auch, nicht ganz so deutlich, aber auch im Text bedient wurden. Und worauf sie anspielen, das war eine Kundgebung, die wir im Leipziger Zoo, also in dem Kongresssaal des Zoo und an angrenzenden Räumen gemacht haben. Also sämtliche Räume in diesem großen Bau waren besetzt von Jugendlichen. Und man kann jetzt schon sagen, Kundgebung diente der Diskussion über das Jugendkommuniqué. Und wir haben Ulbricht vor der Veranstaltung überreden können, sage ich jetzt. Das war Kurt Thorber, der Leiter der Jugendabteilung im ZK, und ich haben ihm eingeredet, lass doch die Jugendlichen mit ihren Diskussionsbeiträgen erst reden und dann du. Und nicht du und dann kommt das. Und hinzu kam, das habe ich ihm nicht gesagt, aber das kann ich hier verraten, ich habe es schon woanders auch verraten. Ich habe die Jugendlichen am Nachmittag oder Mittag schon, die vorgesehen waren, dort zu reden, zu mir gebeten und gesagt, so Jungs und Mädchen, ich weiß, jetzt habt ihr Texte da und das hat der Parteisekretär und der FDJ-Sekretär alles mit euch bis ins Letzte besprochen. Ich nehme euch diese Papiere nachher weg, ich gebe euch weißes Papier und Bleistift oder Kugelschreiber und ein Zimmer dazu. Ihr dürft die Texte erstmal mitnehmen, aber macht euch Notizen und nachher reden tut ihr anhand der Notizen. Eure Werke, die aufgeschriebenen, die kriegt ihr nach Ende der Kundgebung wieder. Und das hatte den Vorteil, dass die natürlich freie Reden dort gehalten haben und dass das sozusagen auch für Ulbricht viel interessanter war, darauf zu reagieren, als solche präfabrizierten Texte. So, und wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, und jetzt, also das war richtig Anfang der 60er Jahre. Und im Jahre 64, 65 war die Situation um
diese Politik schon etwas kompliziert. Im Oktober 1964 war Nikita Sergejewitsch Chruschtschow abgesetzt worden. Chruschtschow hat eine solche Denkweise und Politik, einen solchen Politikstil, wie Ulbricht ihn mit dem Jugendkommuniqué und analogen Sachen in der Juristerei und in der Presse und so weiter durchsetzen wollte, gebilligt, unterstützt. Diejenigen, die Chruschtschow abgesetzt haben, denen passte diese Offenheit nicht. Und so setzten damals dann auch schon Drangsalierungen ein, auch gegen Ulbricht persönlich, diese Politik sein zu lassen. Nicht? Und die Anspielung aufs 11. Plenum, das dann im Dezember 65 war, diese Lesung da war Februar 65, die besagt schon, das war ein Punkt des Zurückrollens dieser offenherzigeren Politik, die wir 64, 65 noch hatten. Also, in dem Artikel wird sehr gelobt, der Hax, wie er sich da praktisch legt, in West-Berlin. Und dass es für die Leute in West-Berlin praktisch, ganz interessant wird zitiert, dass Hax der Meinung ist, dass man eigentlich einen Helden wieder schreiben kann und den eben eigentlich nur im Sozialismus schreiben kann. So vertreten lange wurde kein Held mehr geschrieben, wir können das wieder machen. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, 1961 im September nach der Grenzschließung in Berlin, muss man ja mal genauer sagen, also die Mauergebaute Grenzschließung in Berlin, gibt es eine Zusammentreffen in der Akademie der Künste, eine große Kundgebung. Das ist doch ganz interessant, es gibt davon einen Tonmitschnitt, was Hax da sagt. Also man hat natürlich den die historische Situation sehr klar vor Augen, aber die Gedanken gehen etwas darüber hinaus. Vielleicht könnten wir den jetzt hören. Also es ist mit Musik, es wird ganz, ganz aufrührend. Erkennen und gestalten. Probleme der sozialistischen Kultur. In den letzten Wochen und Monaten häuften sich die Meldungen über neofaschistische Terrorakte in Westdeutschland und West-Berlin an fortschrittlichen Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern, die sich für eine Zusammenarbeit aller Völker und für die friedliche Koexistenz aussprachen. In voller Verantwortung vor der deutschen Nationalkultur versammelten sich am 4. September 1961 die leitenden Gremien aller Künstlerverbände und Kulturorganisationen der Deutschen Demokratischen Republik in der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin zu einer eindringlichen Willenskundgebung. Hören Sie davon einige Ausführungen des Schriftstellers Peter Hax. Meine Damen und Herren, die Diktatur der westdeutschen Bourgeoisie ist in ein neues Stadium getreten. Hinter dem goldenen Vorhang der Konjunktur hat das Finanzkapital, beobachtet von wenigen, in aller Ruhe die Hebel der Macht besetzt. Ihm gehören die Posten des Staats, des Heers, der Polizei, der Justiz. Ihm gehören die publizistischen Apparate. Der Prozess der gesellschaftlichen Gegenrevolution ist abgeschlossen. Jetzt hebt sich der goldene Vorhang und über die Szene geht als scheußliches Satyrspiel die ideologische Gegenrevolution. Die Maulfreiheit, dieser schöne Luxus, ist zu Ende. War es längst erlaubt, Verbrechen zu begehen, so ist es von nun an untersagt, Verbrechen Verbrechen zu nennen. Nicht mehr hinlänglich ist deshalb die Feststellung, dass es überall möglich sei, einiges zu sagen und unmöglich, alles zu sagen. Die sozialistische Literatur ist doch kein beliebiger, quantitativ fassbarer Teil der Literatur. Die sozialistische Literatur ist doch die wahrhaftige Literatur. Unterdrückung der sozialistischen Literatur, das heißt doch, alles darf gesagt werden, nur was stimmt nicht.
Das ist doch wie wenn die Mathematik verboten wird. Das allein ist schon totale Unfreiheit. Und dennoch ist es erst der Beginn. Der Unterdrückung der Wahrheit folgt die Unterdrückung der Halbwahrheit, folgt der Kampf gegen die Literatur der kleinbürgerlichen Demokratie. Viele westdeutsche Schriftsteller missbilligen unseren Weg. Aber ihr Ziel, ein friedliches und vernünftiges Zusammenleben aller Menschen, eine freie, reiche und würdevolle Organisation jedes einzelnen Geistes, das ist auch unser Ziel. Um dieses Zieles willen werden sie verfolgt. Im Rheinstaat ist der Zustand eingetreten, den Helvetius formuliert: Man findet nur in verbotenen Büchern noch Wahrheit, in den anderen wird gelogen. Ich sagte schon und sagte mit geringer Zufriedenheit, dass die Schriftsteller Westdeutschlands in ihrer unrühmlichen Mehrzahl die DDR nicht als ihren Verbündeten ansehen. Vor ihren aufgerissenen Augen türmen sich die braunen Wellen und sie ergreifen nicht den Rettungsring. Wer trägt die Schuld? Der Nazi-Kapitalismus hinterließ auf deutschem Boden zerfetzte Leiber, zerschmissene Brücken, verdorbene Gehirne. Die Menschen sind wieder nachgeboren, die Brücken wieder errichtet, aber die Gehirne. Können wir feststellen, dass alle Gehirne gereinigt sind? In den Köpfen der westdeutschen Schriftsteller wirkt das schlimmste Nazi-Gift, die Unfähigkeit, politisch zu denken. Die intellektuelle Opposition hat sich wieder formiert, aber sie hat den Gebrauch ihrer besten Waffen verlernt. In den letzten Monaten, durch den Meinungsterror in die Ecke gedrängt, haben die drüben wieder zu kämpfen begonnen, doch sie kämpfen mit nackten Händen. Sie äußern sich zu gesellschaftlichen Fragen, aber vom privaten Standpunkt. Wir haben keinen Grund, die subjektive Ehrlichkeit unserer linkselbischen Kollegen zu bezweifeln, wohl aber die objektive Beschlagenheit. Ihr Mut ist oft groß, ihre Kenntnisse sind stets klein. Es ist nicht ihr Gewissen, womit es hapert, es ist ihr Wissen. Wenn wir aber die Schuld an diesem tragischen Nicht-Zueinander-Finden erörtern, dann haben wir auch Grund, unsere eigenen Handlungen kritisch anzusehen. Haben wir es in den Bedrängnissen der Übergangsperiode vermocht, den westdeutschen Schriftstellern das Bild des sozialistischen Realismus in seiner gewaltigen Größe, Tapferkeit und Lebensfülle vor die Augen zu stellen? Haben wir nicht oft mit ihnen unter ihrem intellektuellen Niveau geredet und über ihrem politischen? Haben nicht auch wir gelegentlich das Wasser tiefer gegraben? Das Los der Heimatlosigkeit ist hart. Am härtesten ist es, wenn ich nicht irre, für den Schriftsteller. Mit Freude also kann ich hier und nicht nur in meinem eigenen Namen sagen, Schriftsteller deutscher Sprache, ihr habt eine Heimat. Es gibt ein Land, das eure Sprache redet, das eure Ziele billigt und eure Leiden versteht. Da sind noch solche, die sich zur heimatlosen Linken zählen. Aber dieses Wort ist nichts als eine der Schlingen, die der Fallensteller ihnen hingelegt hat. Es hat keinen Inhalt. Einer, der links ist, ist nicht heimatlos. Die Linke hat in Deutschland eine Heimat. Wir geben allen deutschen Schriftstellern, die nicht die Menschlichkeit verraten haben, eine Heimat. Was kann das heißen, wenn es etwas heißen soll? Es heißt, dass wir ihnen eine Resonanz geben, dass wir sie drucken und lesen. Es heißt, dass wir ihnen Informationen geben, dass wir mit ihnen reden, immer und an jedwedem Ort. Es heißt, dass wir ihren Kampf unterstützen mit geistigen und politischen Waffen. Es heißt natürlich, dass sie bei uns Schutz und Sicherheit finden werden, wenn es dahin gekommen sein wird, dass man nicht nur ihren Ruf mordet, sondern ihren lebendigen Körper, dass man sie nicht nur am Schreiben hindert, sondern am Vorhandensein. Ich meine, wir sollten ihnen diese Hilfe ohne Bedingungen antragen, also nicht als Belohnung für vorhergegangene Reue oder Sinnesänderung. Die westdeutschen Schriftsteller sind von uns eingeladen. Sie und wir sind eine Literatur, auch wenn Sie und wir im Moment zwei Literaturen schreiben. Wir werden uns von ihnen nicht trennen, auf die Gefahr hin, dass ihnen unsere Gesellschaft unangenehm ist. Wir achten auch die unter ihnen, die uns noch missachten. Fragen Sie einen betrogenen Liebhaber nach dem Grund seiner zähen Anhänglichkeit an eine Treulose, sagt Diderot, und Sie werden erfahren, warum ein Schriftsteller so zäh an einem anderen Schriftsteller von hervorragendem Talent hängt. Also auch hier, die sozialistische Literatur ist die wahre Literatur. Also das ist in dieser Zeit, also von ihm gesagt. Natürlich steht davor, also da gab es diese Schriftstellerbegegnung in Hamburg, also im Jahr 61, und Bekanntschaft durchaus mit Schriftstellern, praktisch westdeutschen Schriftstellern.
die er hier auffordert zu kommen, was 1961 wahrscheinlich schon sehr unrealistisch war, ne? diese Einladung. Geht ja nur eine Minderheit, eine fast an einer Hand abzählbare Minderheit arbeitet. Aber er hat zum Beispiel bei dieser Lesung in Sigmundshof zugleich voller Achtung gesprochen von Hochmut und seiner Arbeit Stellvertreter und hat und Peter Weiß das Marat-Stück hat bestimmte Einwände auch erhoben, aber voller hoher Achtung und Unterstützung. Und die Situation dann, können Sie die weitere dann charakterisieren, also 65, das 11. Plenum, also Sie haben dann den Artikel gegen Biermann geschrieben oder über Biermann, sagen wir nicht gegen Biermann. Nun, also, war schon gegen Biermann. Klaus Höpke hat also das verdient, den ersten Artikel gegen Biermann geschrieben zu haben. den zweiten hat dann Hax geschrieben. Und es finden sich tatsächlich Bemerkungen und Beschreibungen, zum Beispiel Geltungssucht, so, also die ist schon, also Herostrat steht im Artikel. Das ist interessant, das ist dann etwas, das Hax später für Müller verwendet, in dem über das Bearbeiten von, über das Revidieren von Klassikern, also Herostrat vor und die, also als Geltungssüchtigen bezeichnet er ihn ja dann im sehr ausführlich in seinem Weltbühnenartikel. Aber die Geschichte ist, dass der Artikel im Neuen Deutschland am 5. Dezember, am 5. Dezember, ja, glaube ich, erscheint, 1965, und am 4. ist die Todesanzeige von Erich Apel im Neuen Deutschland, flankiert, kann man sagen, von der Nachricht über das abgeschlossene Wirtschaftsabkommen mit der Sowjetunion, also war die links, die rechts, die Hälfte. Sie haben an dem im November soll eine Delegation von, also ein Geheimbesuch von Brezhnev, hat ein Geheimbesuch von Brezhnev stattgefunden im November 65. Und wie sehen Sie Ihren Artikel in diesem Zusammenhang? Da muss ich unterscheiden zwischen dem, wie ich ihn jetzt sehe, den Zusammenhang. Ich meine gar nicht, wie Sie ihn jetzt sehen, den Artikel, sondern eher, wie Sie ich meine, den Zusammenhang. Ja, zu dem Artikel sage ich dann auch noch was, genau. Ja. Den ich nur zur Erinnerung dann was habe. Ich habe vorhin schon erwähnt, Brezhnev nach dem Sturz von Chruschtschow hat hier Druck ausgeübt und die heftigste Ausübung von solchem Druck hat hier tatsächlich im November 65 stattgefunden. Es gibt Fotos davon, wie er eben geradezu auf den Pelz rückt, ja, in dem Gespräch, weil Ulbricht bestimmte Positionen vertreten hat, die etwas abwichen von dem, was Brezhnev aufgenötigt hat. Und zu diesem Aufnötigen gehörte ja auch im Umgang mit dem, was wir halbstaatliche Betriebe und so weiter hatten, etwas zu ändern, also bestimmte Dummheiten zu machen, die dann in den 70er Jahren erst gekommen sind, aber gedrängelt wurde dahin schon eher. Und die Tatsache, dass Apel sich umgebracht hat, hängt ja damit zusammen, dass er Besuch hatte von Patolitschew und da konfrontiert war mit Forderungen der Handelsbeziehungen, die er nicht akzeptieren konnte, wo er fürchtete, dass die Interessen der DDR dabei auf der Strecke bleiben und sozusagen unter der Nervosität dieses Druckes hat er dann sich selber erschossen. Was meinen Artikel angeht, der ist ja, richtig gesagt, vor dem 11. Plenum erschienen. Ja. Jetzt, das sage ich auch deswegen, ich ahnte nicht, dass ein 11. Plenum kommt.
Und als das ein elftes Plenum dran war, war klar. Aber ich ahnte nicht, wozu das sein würde, denn es war angekündigt, dass das über den Plan, über den Volkswirtschaftsplan, über den sowohl jährlichen wie auch Fünfjahrplan, war auch laut Tagesordnung alles so vorgesehen. Und die Rede, Bericht des Politbüros, in welcher die Zuspitzung auf geistig-kulturelle Fragen vorgenommen wurde, die hat Honecker, der der Berichterstatter von diesem Text war, entgegen üblichem Brauch im Politbüro, dass diese Texte allen Politbüro-Mitgliedern vorher bekannt sind, hat er drin rumgefummelt. Also es hat er hat einen Text vorgelesen, der so vom Politbüro nicht bestätigt war, sondern hat er verschiedene Einfügungen gemacht, die von dieser Art waren, die wir dann erlebt haben. Nicht? Und das fast dann ja auch die entsprechenden Beiträge in der Diskussion hervorgerufen hat. Ja. Zu meinem Artikel muss ich noch Folgendes sagen. Ich hatte Polemik gegen Biermann aufgrund verschiedener Texte, aber es war mir, bevor der Artikel erschien, so viel, ich habe es genannt, Schaum vor Mund da rein redigiert worden, dass ich gesagt habe, wenn es so bleibt, kann ich ihn nicht unter meinem Namen bringen, wenn es erscheinen soll mit meinem Namen. Und ich will nicht jetzt hier aus Feigheit davor zurückschrecken, aber dann muss es so sein, dass ich das etwas wiederherstellen kann, wie ich es ursprünglich geschrieben habe. Und nachträgliche Lektüre von diesem Artikel macht mir außerdem noch deutlich, dass ich am Ende, trotz aller Heftigkeit der Kritik, der Auseinandersetzung, angedeutet habe, erstens, dass es Gedichte von Biermann gibt, die ich nach wie vor schätze, und zweitens, dass ich hoffen würde, dass sein Talent ihm erlaubt, auch noch wieder andere Wege zu finden. Das hat sich jetzt hinzufügen muss, nachdem er für den Irakkrieg Propaganda in der Springer Zeitung Die Welt gemacht hat, nicht bestätigt, sondern das Gegenteil. Der Honecker, also ich weiß nicht, Sie waren im ND zu dieser Zeit, Hermann Axenbar, der Chefredakteur. Also haben Sie einen Einblick, wer letztlich diese Passagen zu verantworten hat? Honecker selbst oder hatte er also Mitarbeiter? Oder ja, Mitarbeiter haben alle, das ist klar. Ich meine, von welcher Fraktion ist da auszugehen bei Honecker? Sehe ich keine besondere Fraktion, sondern eben er und sein Stab haben. Das sind ja keine langen Romane, die da reingekommen sind. Da reichen ja ein paar Absätze, die diese Verschärfung gegen die Kunstszene und Künstlerszene und kulturpolitische Szene und naja, es ging sehr stark um das, gerade um diese Jugendpolitik. Okay. Also mir scheint, dass die Kulturpolitik, das wäre jetzt auch noch eine Frage, zwischen 1963 und 65 eigentlich also keine klar eigene Programmatik hatte, sondern es war eigentlich der Bitterfelder Weg, der fortgesetzt wurde. Und es gab aber eben dieses Jugendplenum und da Aspekte, also die praktisch diese Frage von Eigenständigkeit und von Diskussionen, vor allem von Diskussionen, die in dieser Zeit sehr stark waren. Es wird berichtet von den Büchern, die erschienen sind in der Zeit, die auch sehr im ND sehr stark diskutiert wurden. Also es waren Kontroversen. Und dieses 11. Plenum, wenn man sich das anschaut, also den Bericht von Honecker, dann stellt er eine Verbindung her zwischen der Kulturpolitik, zwischen der Kunst, also zwischen der Verantwortung der Künstler und der Jugend. Also es werden praktisch bestimmte Exzesse in der Jugend als Auswirkung von Kunst dargestellt. Und die Ursachen wären also zu beseitigen. Das ist klar. Und in dem Zusammenhang ist dann Biermann und auch andere, sind dann praktisch die Auslöser, die Verantwortlichen für diese Dinge. Und wenn Sie sagen, also dass das im ND ja vorher, dann heißt es doch, dass bestimmte wenn man voraussetzt, dass das praktisch
gegen Ulbricht passiert ist, dann heißt es doch, dass es eine Art Fraktion gegeben haben muss. Gut, in diesem Sinne ja, also ja. Bloß als Fraktion ist mir das nicht geläufig, sondern ich würde da sagen, Gruppe, Klüngel, also das steht fest. Also wenn unmittelbar nach dem 11. Plenum zum Beispiel der von mir vorhin erwähnte Kurt Thoma abgesetzt und rausgeschafft wurde, richtig rausgeschafft, mit Begleitung rausgebracht, ja, das ist natürlich ein übler Akt, nicht? Und das zeugt von einer Gruppe, die da tätig war, das ist richtig. Nicht? Wie bitte? Ja, wer war denn die Gruppe? Wer war? Sie wollen Namen haben. Also wenigstens eine Definition, in welchen Bereichen die gesessen haben. Wie der Mechanismus war, das würde man da heute gerne mal hören. Ja, also ich kann nur sagen, dass Honecker unterstützt wurde von Paul Ferner zum Beispiel, von noch ein Paul Fröhlich. Und Brezhnev. Ja, das weiß Gott. Das war natürlich eine starke Person gewesen in der Zeit. Aber da die sich auch nicht so besonders hervorgetan haben, fällt es mir jetzt so schwer, einzelne Personen weiter zu nennen, weil ich auch nicht weiß, wie in bestimmten Auseinandersetzungen die geschwiegen oder eben sehr mit Werf aufgetreten sind. Also ein weiteres Kapitel, weil wir in der Zeit voranschreiten, vielleicht ist das noch dann in der Diskussion etwas nachzufragen dazu, ist dann die neue Kulturpolitik mit dem 8. Parteitag 1971 oder genauer mit dem 6. Plenum von 1972, 6. Juli. Und sie kommen dann 1973 in eine Funktion, also im Ministerium für Kultur, haben aber schon eine gewisse Verantwortung für das berühmte Wort vom Tabu. Ja, das ist wahr. Da war ich dann ein Zuarbeiter für denselben Honecker, über den wir eben sehr kritisch gesprochen haben. Auf der 4. Plenartagung des ZK hat er ein Schlusswort zu halten und hatte dort ein Kapitel auch über Kultur und das missfiel ihm. Und er bat seinen Politbürokollegen Joachim Herrmann durch mich einen Ersatz, Absatz da oder Passages an mehrere Absätze drauf zu schreiben. Und das habe ich gemacht als ND-Mitarbeiter und ich habe mich darauf gestützt, dass in den Sitzungen des Schriftstellerverbandspräsidiums der Genosse Kurt Stern einmal sehr kritisch davon gesprochen hat, wenn man jetzt bilanziert, Kulturpolitik seit dem 6. Parteitag, vieles tatsächlich lockerer geworden, aber es wimmelt überall von Tabus. Themen, die man nicht aufgreifen darf, Stoffe, die man nicht behandeln soll und so weiter. Und das im Hinterkopf habe ich mir gedacht, baue doch mal einen Absatz da rein, wo drin steht, Tabus soll es nicht geben. Weder was die Stoffe angeht, noch was die Themen angeht, noch auch was die Gestaltungsweisen angeht. Und das hat sich erfreulicherweise erhalten. Also es ist dann angereichert worden durch die Bemerkung, wenn man von sozialistischen Positionen ausgeht, darf es keine geschenkt. Ja. Und so noch zwei Einsprengsel, aber der Hauptsatz, es soll keine Tabus geben, der ist geblieben und der hat sich als so wirksam erwiesen, dass in drei weiteren großen Künstlerveranstaltungen der nächsten Jahre, sogar über ein Jahrzehnt hinaus, immer wieder darauf Bezug genommen wurde, weil Schriftsteller und andere Künstler nicht aufhörten zu kritisieren, obwohl dieses gesagt wurde, man hält sich nicht so richtig dran. Und mal lokal, mal auch in zentralen Instanzen. Und deswegen ist das ein ganz
brauchbares Element in der Entwicklung gewesen. Die Funktionsteilung zu denken hat zwischen ZK und Kulturministerium. Also was ihr Tätigkeitsfeld und also... Ich habe die Frage verstanden und sage... man kann alle möglichen Sachen erzählen, um sich als ein Mensch aus dem Staatsapparat rauszureden und zu sagen, das hat ja alles vom ZK gekommen. Das mache ich nicht. Ich habe schon damals, wenn es darum ging zu entscheiden, so viel wie möglich selber entschieden. Ich war in bestimmten Punkten abhängig von Beratung, Abstimmung und so weiter mit sowohl der Abteilung Kultur des ZK wie auch gelegentlich Kurt Hager persönlich. Aber das waren keine Situationen, in denen ich sozusagen mich sklavisch ergeben musste, sondern wenn ich der Meinung war, jetzt wird was Falsches vorgeschlagen, dann habe ich gesagt, das ist was Falsches. Und wenn es dann trotzdem gemacht wurde, ist es eben gemacht worden. Ich war ja bloß ein stellvertretender Minister, aber also auf jeden Fall der Versuch, das als einen Automatismus darzustellen, wo man selber überhaupt keine Verantwortung hatte, der ist meiner Meinung nach falsch, unehrlich oder aus Schwäche schon damals. Dann sollte man aber keine solche Funktion übernehmen. Also an sich war die Möglichkeit sehr wohl im Rahmen der Kompetenzen, die man übertragen bekommen hatte, doch mit seinem eigenen Kopf sich einzusetzen und möglicherweise auch eine Beule an den Kopf zu kriegen. Aber glücklicherweise gab es bei uns nicht mehr totmachen, nicht mehr einsperren, absetzen hätte sein können. Das hat es gelegentlich gegeben. Und wenn man das nicht wagen soll, dann kann man auch aufgeben, meiner Meinung nach. Aber das war ja nicht nur absetzen, sondern also Sie waren ja in einer größeren Konfliktlage, scheint mir. Nämlich zwischen den eigenen Maßstäben, den Plänen, den Zielen auch der Partei und den anderen Partnern, den Schriftstellern. Ja. Und das ist wahrscheinlich die eigentliche Mühle gewesen. Wenn Sie, ich gehe gleich noch ein Stück weiter, es gibt einen Anteil, also des Kulturministeriums, also des Kulturministers, der es zu dieser Zeit noch nicht war, das stellen Sie da in einer Schrift, nämlich von Hans-Joachim Hoffmann, an der Rede von Kurt Hager, an dem berühmten Kulturplenum, eben im Juli 1972, das also den Kulturbegriff weitete. Es war also, wenn man heute von Kulturwissenschaft spricht, dann könnte man sagen, ging Kulturwissenschaft in solch ein Parteidokument ein, also dass Lebensweise überhaupt als Kultur betrachtete und so weiter und der Kunst eine große Rolle beimaß. Also wenn ich es mir allerdings anschaue, dann hat es natürlich den Eindruck, es gibt zum Beispiel die Formulierung gebraucht werden, also der Schriftsteller ist gebraucht werden, also der Künstler muss gebraucht werden. Das hat natürlich nicht unbedingt den Punkt, dass er, also das ist auch ein psychologisches Moment, das da beschrieben wird, es wird nicht unbedingt eine tatsächliche Wechselwirkung und Auseinandersetzung beschrieben. Aber sei es, also dieses Plenum war sehr, galt als Wende, als neue Kulturpolitik. In Mitte der 70er Jahre spitzten sich die Konflikte zu zwischen Schriftstellern und Apparat. Wie sehen Sie das von heute? Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses Programms? Oder wurde nicht weitergegangen mit diesem Programm? Oder war dieses Programm selbst Mitursache für diese Konflikte? Also diese sechste ZK-Tagung 72 war klar davon ausgegangen, dass man auf keinen Fall wieder eine Kulturpolitik machen darf, wie sie im Jahre 51 zur sogenannten fünften Tagung des ZK geführt hat. Das war die sogenannte Auseinandersetzung mit dem Formalismus, die Auseinandersetzung
mit ganz wesentlichen Kunstleistungen, die ja sozusagen mit dem Formalismus, mit der Formalismuskeule erledigt werden soll. Und man darf nicht wieder so eine Politik machen, die, wie sie auf dem 11. Plenum geschehen war. Und das war ja noch zeitlich ziemlich nah dran. Das hatte man ja noch in sehr lebhafter Erinnerung. Das andere war schon ein bisschen weiter weg. Und insofern, da komme ich jetzt auch wieder nicht auf den Ausdruck Fraktion, aber natürlich gab es verschiedene Strömungen, sowohl innerhalb der Partei als auch innerhalb der verschiedenen anderen gesellschaftlichen und staatlichen Organe und Organisationen, die befürwortet haben, eine Ausweitung der Rolle und der Wirkung von Künstler und Kunst, und solche, die das nicht verarbeitet haben, nicht imstande waren zu begreifen, was die Gesellschaft gewinnt oder verliert, wenn sie so oder so mit Kunst umgeht. Also diese Jahre, auf die Sie anspielen, die 17 Jahre, waren voller solcher Konflikte, ja, das ist wahr. Und die haben Sorgen bereitet, das ist... Also Sie würden es eher personell sehen, nicht im Programm, das Problem? Nee, gegen das Programm hat auch niemand sich getraut. Ja. Nicht? Weil es gibt auch Plenartagungen, wo man schon nach ein paar Jahren sich ärgert, dass es überhaupt gewesen ist und sich gar nicht erinnern möchte. An die 6. Tagung des ZK mochten sich alle und kann man sich bis heute, wenn man das wieder liest, kann man sich sehr wohl erfreuen, dass man in einer bestimmten Phase einen ziemlich hohen Erkenntnisstand sich erarbeitet hatte. Und dass das eben auch entsprechendes Echo hatte, das ist wahr. Aber das, zu dem Echo gehörte eben leider auch diese Gegenbewegung, die es gab. Und auf Seiten der Künstler? Also Sie sprechen jetzt praktisch vom Apparat. Und wie war es auf Seiten der Künstler? Nee, ich habe regelmäßig teilgenommen an Beratungen des Schriftstellerverbandes und kann das aus der Sphäre genauso wiedergeben. Aber immerhin auch mit diesem kritischen Blick auf das, was gelingt und was nach wie vor nicht richtig gelingt. Aber das Ziel war nicht unbedingt eine sozialistische Literatur, oder doch? Doch. Doch, doch. Also ich habe es gibt eine ganz interessante Publikation, in der Mitschriften von Hans-Joachim Hoffmann veröffentlicht wurden. Also zwar ist das, wie heißt der gute Herr? Heinz Gundlach. Mhm. Heinz Gundlach hat praktisch seine Mitschriften, die er von Vorträgen von Hans-Joachim Hoffmann über die Jahre angefertigt hat, in so einem Band zu Ehren von Hans-Joachim Hoffmann zum Teil veröffentlicht. Und ich greife zwei, drei Punkte raus, die finde ich ganz interessant, eine Entwicklung zeigen. Also 1973, der Gegner, also sehr lustig ist der erste Satz, viele Dinge müssen korrigiert werden, ohne von Korrektur zu sprechen. Das haben wir wirklich zu allen Zeiten. Die Gesellschaft muss für das Individuum da sein, nicht umgekehrt. Der Gegner beschäftigt sich sehr stark mit unserer Kultur, sie klopfen erneut unsere Leute ab. Der Druck wird sich verschärfen. Strategisches Ziel unserer Arbeit mit den Künstlern ist, dass sie sich mit ihren individuellen Fähigkeiten in den Dienst unserer Sache stellen. Das muss taktvoll geschehen. Nehmt alle mit, überlasst niemanden dem Feind. Verbot ist kein Mittel der Weiterentwicklung. Also hier hätte Hax wahrscheinlich widersprochen. Verbot ist durchaus ein Mittel der Weiterentwicklung. Gut. Aber dann gibt es 14.09.77, wen wir nicht zu uns ziehen, der ist die potenzielle Reserve für den Feind. Interessanterweise 1976 ist er nicht drin, also 77, eigentlich nochmal eine Wiederholung dieses Gedankens. Und dann 1983 ein Wort zu den, nochmal wiederholen, wen wir nicht zu uns ziehen, der ist die potenzielle Reserve für den Feind. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Aspekt, auch Ihrer Arbeit, also wahrscheinlich Ihrer Konflikte.
Aber dann heißt es 1983 ein Wort zu den Dissidenten. Sie nützen dem Gegner nur hier in der DDR. Drüben bekommen sie sie ebenso wenig unter einen Hut wie wir. Und 1983 dann, hier und da müssen wir unsere Abstinenz gegenüber inhaltlichen Fragen aufgeben. Unsere Abstinenz gegenüber inhaltlichen Fragen aufgeben, hier und da. 1984, man will uns ausbluten, der Abgang der Talente ist größer als der Zugang. Also so eine Entwicklungslinie. Also wie weit ist dann doch eine Politik verantwortlich für ihr Ergebnis? Also ich meine, die oder welche Alternativen hätte es gegeben? Kluge Frage von vielen Jahren später. Alternative wäre in vielen Punkten andere Politik gewesen, nicht? Sehr klar. Aber das ist jetzt schwer, also ich meine, was er dort feststellt, habe ich sogar mit Namensnennungen in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit damals publiziert, um zunächst mal einzuräumen, tatsächlich, was für einen Verlust wir erleiden dadurch, dass Autoren von uns weggehen, weil das ja anhielt, nicht? Es hat zwar Wellenbewegung gegeben, aber im Ganzen war dieser Prozess da. Und ich habe nur zugleich dagegen gehalten, weil die ja so taten, nicht bloß in der Zeit, sondern in anderen Blättern ja auch, als ob es tatsächlich ein Ausbluten, so wie es ihre Strategie war, eingetreten ist. Das konnte man widerlegen und da konnte ich mich auch stützen auf eine Aussage von Jörg Becker, der gesagt hat, nur vergesst mal über die hierher gekommen sind, nicht die, die da geblieben sind. Und das sind natürlich sehr wesentliche Leute und auch sehr viele. Also insofern haben wir zunächst mal, aber das ist ja nicht die Wurzel packen, sondern das ist erstmal nur die Situation anders darstellen als so einseitig. Hier hätte beitragen können dazu, das zu verändern, wenn eben mehr kritische Texte nicht bloß hinnehmend veröffentlicht werden wären, sondern mit großer, bewusst herbeigeführter Resonanz. Auseinandersetzung auch. Ja, na, Resonanz ist ja wohl. Ja. Also bei Resonanz hatten die Sachen ja durchaus, ne? Auch wenn sie nicht, gerade wenn sie nicht in der DDR erschienen sind. Hax in dieser Zeit, also welches Bild hatte man in dem ihnen zugänglichen Apparat von Hax? Da würde ich kein Bild, das irgendwie an der Wand hing. ein zusammenhängendes Sein, ne? Ja. Oder eben in den Köpfen der Wand. Ja. Sondern das war so gegensätzlich wie der Mann selber. Nicht? Also, Sie haben ja ein paar Briefe zwischen ihm und mir gelesen. Ja. Wir waren, wie er hier in der Anekdote aussah, einander sympathisch, und zwar nicht bloß so irgendwie, sondern eben auch politisch und geistig und so. Und es gab andere, die ihn für überheblich, für arrogant und so weiter gehalten haben und möglichst dann auch noch irgendwie ihr Unverständnis für eins seiner Werke mit ranzogen, um zu sagen, das ist nicht die Literatur, die wir wollen. Also das war, soweit ich sehen kann, immer sehr gegensätzlich, die Auffassung zu ihm. Bis hin zu seinen Autorenkollegen auch. War, ist man ahnte, man hat, war, er drohte nie damit, die DDR zu verlassen. Nein, das nicht. Das ist nicht. Und ja, es gab auch welche, die ihm das übel genommen haben. Und gab es eine Initiative des Kulturministeriums in der Zeit der Biermann-Ausbürgerung, als die Listen aufgelegt wurden? Also das war ja tatsächlich
ein offenes Gegeneinander verschiedener Gruppen von Schriftstellern dort erstmals offenbar, so offenbar. Und wenn man das nachliest bei den verschiedenen Leuten, dann kann man sehen, dass es Werner Lambert und andere Leute gab und auch Schriftsteller gab, die versucht haben, dann gegen die Hermling-Petition, die ja viele Unterschriften schon hatte, also praktisch gegen Unterschriften. Es gab im Neuen Deutschland große Listen von mit der DDR und ihrer Handlungsweise zu solidarischen Künstlern. Gab es da eine Initiative, den Hax zu einer solchen Sache zu bewegen? Und ist dieser Weltbühnenartikel da in Verbindung zu bringen? Oder ist das eine eigene Aktion von Hax gewesen? Das ist eine eigene Aktion von Hax und das liegt doch zeitlich ein bisschen anders. Ja, es ist im Dezember, glaube ich, dann. Aber Sie wissen auch nicht, ob man ihn überhaupt gefragt hat dazu oder so. Also zu solchen. Also es ist bekannt, eher interessanterweise, dass er von der Fraktion der Protestierer befragt wurde. Ja. Also er wurde von, das ist bei Eva Maria Hagen dargestellt, die ihn also anrief, ob er nicht sich doch noch, also er war nicht bei den 12 Jüngern dabei, aber er wurde gefragt, ob er sich anschließend noch dazu. Und er hat da sehr brüsk natürlich reagiert und in dieser Weise wäre natürlich auch die andere Seite, wissen Sie nicht. Unsererseits weiß ich, also soweit ich beteiligt war, habe ich gesagt, er wird wissen, was er macht. Ja, ja. Und nicht drängeln. Es ist ja auch seinem Artikel zu entnehmen, ja, dass er macht hat, was er macht. Richtig. Aber es gab dann den Nationalpreis erster Klasse, also das wird eben doch kolportiert, der also eine Art von Belohnung sein könnte, gewesen sein könnte. Also aus den Akademieunterlagen ist man nicht, kann man nicht entnehmen, dass das also eine Sache wurde, die in der Akademie beraten wurde. In diesen Monaten fand in der Akademie gar keine Sitzung statt. Man war derart zerstritten, dass die Schriftsteller nicht mehr zusammenkamen. Also Kulturministerium und der Partei können Vorschläge gemacht haben. Selbstverständlich, aber die Politpsychologie jetzt zu sezieren. Ja, nee, das ist ja Interpretation frei, es ist dann eher, er hat... Also man kann die Überlegung, die zitiert wurde, auch nicht zurückweisen. Ja, ja, ja. Aber... Er äußert 1 Million Schaden durch diesen Artikel und der Nationalpreis war, glaube ich, 100.000 Mark dotiert, also auch nicht so schnell. Das aufheben wollte, aber man kann es wahrscheinlich nicht aufheben. Sie äußern im Interview 1990 mit Konkret, dass diese 1976, also diese Biermann-Geschichte, klüger hätte verlaufen können, aber letztlich unausweichlich war. Sehen Sie das noch so oder können Sie das präzisieren? Das sehe ich nach wie vor so, weil ich bleibe der Meinung, dass es falsch war, diese Ausweisung zu machen. Das ist das. Und ja, also erstens überhaupt aus dem eigenen Land jemanden zu vertreiben, wegen politisch missliebiger Äußerung. Zweitens aus einem Land mit unserer historischen Vergangenheit und drittens auch angesichts der familiären Situation, dass es eine antifaschistische Familie ist, aus der er kommt. Also es gibt mindestens 3 harte politische Punkte, die es hätten verbieten müssen, sowas zu machen. Das bleibt unverzeihlich und deswegen für die Folgen müssen die, die es gemacht haben, gerade stehen. Das gehört zu den großen Minuspunkten. Fehlern. Ja. Aber dennoch dieser Aussage unausweichlich. Also war der Konflikt dennoch unausweichlich. Also ich meine, wenn man das nicht getan hätte mit Biermann, also man hätte ihn nicht ausgewiesen, er wäre zurückgekommen. Denken Sie, dass viel anders abgelaufen wäre?
Oder war das ein Anlass? Es wäre anders verlaufen, das ist klar. Mhm. Weil, wenn Initiativen da waren, die nicht wieder zurückzulassen, dann muss das alles ja schon durch die Köpfe gegangen sein, was das bedeutet. Und dann muss auch durch den Kopf gegangen sein, was es bedeutet, wenn man ihn zurückhält und zurückholt. Und dann muss man also auch überlegen, was machen wir dann mit ihm. Also das, und das konnte nicht eine Art von Rausschmeißen sein. Also das wäre wirklich anders geworden und diese große Untat oder Missetat oder dieser Missgriff, sagen wir, wenn man das sagt, also das bleibt dabei, dass das ganz falsch war. Und wie gesagt, bei Leuten, die ja auch erfahren, das waren ja keine Jünglinge, sondern die kannten ja die ganze Geschichte, ja, und all das mit Bedenken. Es gibt 1978 einen Vorschlag von Hax, den sozialistischen Realismus einzuführen in eben diesen Akademiegesprächen. Und da ist er der Meinung, dass, oder es gibt die Überlegung, könnte man die Geheimbünde, die er offensichtlich sieht, oder die Fraktion der Literatur erlauben. Und er sagt, erlauben würde heißen, dass sie praktisch Institutionen haben könnten, Zeitschriften, Theater und so weiter, und es praktisch einen gegeneinander Kampf gebe. Und er sagt dann aber gleich, das geht nicht, weil die Fraktionen, unsere literarischen Fraktionen, entsprechen exakt den politischen, und das, da könnten wir gleich Parteien zulassen. Ist nicht genau diese Frage dann doch der Fraktion und ihrer Zulassung, weil Stefan Herrmann, Christoph Wolff, Heiner Müller waren ja auch ohne Biermann da. Also ist das nicht ohnehin, war das nicht ohnehin das Problem? Und Also ich habe diese Passage in dem Akademiegespräch, in dem Text von Hax, mehr metaphorisch verstanden, weil diese Geheimbünde, das ist ja sowieso Quatsch, das ist ja so geheim. De facto sich öfter treffen und nur Vereinbarungen treffen und so weiter. Pardon, de facto war es ja so, dass er praktisch nach dem langen Ungespieltwerden bis 1972, Herr Ronald Weber hat irgendwie gerade herausgefunden, dass es gar nicht unbedingt so ist, dass also tatsächlich die Eröffnung von 1972 den Hax wieder auf die Bühne gebracht hat, sondern dass da auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Aber es ist ja so, dass er 1972, 1973 erst wieder gespielt wird, also auf die Bühne kommt. Und dann ist es so, dass zunehmend die Theaterleute ihn nicht mehr unbedingt spielen wollen, dass die Theater also seiner Ansicht nach in Händen von Leuten sind, die eine andere Kunst machen wollen und eine andere Politik vertreten. Also und das hat es auch gegeben von Theatern, aber es hat meistens gegeben von den Instanzen, von denen die Theater abhängig sind, in den Städten. Die Unterbindung der Hax-Aufführung nach seinem Weltbühnenartikel, das war eine Aktion, wie nennt man das immer, verordnete, ja? Ja. Verordnete Nichtaufführung. Und in der Buchproduktion ist es natürlich so, dass auch, also Numa ist nicht veröffentlicht, also interessanterweise sind die Folgen von 1976 so, dass die Leute, die also protestiert haben und von denen man, die auch ein großes Geschrei erhoben, dass also jetzt die schlimmsten Zeiten wieder beginnen, wenn man das realistisch sich anschaut, dass sie durchaus publizieren konnten, dass sie, also man kann da überhaupt keinen Bruch feststellen, im Gegenteil sogar. Sehr richtig. Während Hax auf sein Gedichtband bis 1988 warten musste. Können Sie dazu noch ein Wort sagen? Ja, das ist aber ein anderes Thema, aber ich sage es gleich. Vielleicht gehört es auch dazu. Ja, ja, klar. Aber zunächst mal ist vollkommen richtig, dass keiner der Petitionsunterschreiber in seiner Publikationstätigkeit durch die Verlage der DDR
gelitten hat. Weil wir, jetzt kann ich ruhig in erste Person Einzahl übergehen und sagen, ich, in dem Moment, da ich ja das Land kenne, gesagt habe, pass mal auf, als erstes, die da unterschrieben haben, werden nicht aus den Schaufenstern rausgenommen. Die bleiben drin in den Schaufenstern und werden auch weiterhin verkauft. Die werden nicht aus den Bibliotheken, deren Werke werden nicht aus den Bibliotheken rausgerupft, sondern bleiben da drin. Ich weiß, dass nicht alle sich an diese Weisungen gehalten haben. Also ich will jetzt hier nicht uns schöner malen, als wir waren. Aber das alles war zunächst mal schon die prophylaktische Aktion. Und das ist im Ganzen auch so eingehalten worden. Insbesondere bei den Publikationen, weil man das ja genauer kontrollieren kann, als so eine Riesenarmee von Bibliotheken. Was den Gedichtband angeht, der hat überhaupt nicht gelitten an irgendwelchen großen Sachen, sondern an einem Mini-Vers. Und der Mini-Vers, ich kann ihn nicht genau auswendig, Ulbricht ist tot und damit Ende der Staatskunst in Deutschland. So, und das ist ein Text, den man verschieden lesen kann. Und er wurde verschieden gelesen. Die einen haben gesagt, naja, damit wird gesagt, dass nun endlich frei ist die Kunst und nicht die Staatskunst, die bestimmte Kunst, die transalierte Kunst mehr herrscht. Also indirekt ein Lob auf Honecker, der das nun alles frei macht. Aber man konnte es auch anders lesen. Nämlich, das war ein Staatsmann von hohen Graden. Und den sind da leider nun, den haben wir verloren. Der ist uns abhanden gekommen. Und da muss ich für die Ämter, die nun das hin und her gewälzt haben, sagen, eine Entschiedenheit, eine der beiden Versionen anzunehmen und dann zu sagen, und jetzt kommt das Ding, deswegen oder trotzdem, ist nicht zustande gekommen. Und dadurch hat es ewig gedauert. Ich habe bei Besuchen bei ihm auch mal gelästert. Ich habe gesagt, die Straßenschilder, falls sie mal in die ewigen Yachtgründe eingehen mit ihrem Namen, die bleiben trotzdem da, die dann angebracht. Oder ich habe gesagt, wenn man sich diese weniger schöne Perspektive nimmt, sondern ein langes Leben, dass er ja noch mehrere Nachauflagen von verschiedenen Büchern haben wird und dass sicher eine Ausgabe kommt, wo es dann drin ist. Also das sollte auch ein Nahelegen sein, nimm doch das eine, diesen einen Vers aus dieser Ausgabe raus, es kommt noch. Aber da war ja von einer schönen, strikten Starrsinnigkeit hat gesagt, nein, dieser Band, so wie er ist, mit diesem Vers oder nicht. Und dann dauert es eben noch. Es kam erst, als also an Honecker gesägt wurde. Dann, das ist interessant. Ja. Vielleicht an dieser Stelle, weil wir doch jetzt schon eine ganze Weile sprechen und hier interessierte Leute sind, vielleicht können wir doch Sie bitten, Fragen zu stellen und vielleicht kann ich noch eine Bitte haben, wenn das Licht im Raum, das war vorhin eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht anmachen könnte. Dann kann man besser sehen. Und wir sind ja nicht ganz im Theater hier. Also wir sind im Theater, aber es ist kein Theater. Dankeschön. Ja, ist schön. Haben Sie Fragen? Also meine Listen sind hier noch unendlich, aber das darf ich nicht machen. Ja, pardon. Jetzt erster hier links, bitteschön. Dr. Klaus, vorhin ging es um die Jahre 93 oder Anfang der 60er Jahre bis 1965 und den Übergang zu einer neuen Politik oder Kulturpolitik. Es gab ja 1963 eine Kulturkonferenz im ZK. Da passierte ja, dass Wolfgang Langhoff dort eine, ja, man kann sagen, erniedrigende Selbstkritik Rede hielt,
Da ging es Hacks Sorgen und die Macht an den Kragen. Und das war ja diese auf dieser Konferenz wurde, also hat Hager das Referat gehalten und faktisch das war dann die Übernahme der Funktion von Kurella. Dieses Referat habe ich mal gelesen im Parteiarchiv. Ich glaube, das ist gar nicht veröffentlicht. Jedenfalls, mir war es damals so, mein Eindruck war, dagegen war das Referat von Honecker auf dem 11. Plenum eigentlich ein leichter Frühlingswind. Also es war in einer Schärfe dort, dieses Referat von Hager gehalten und die ganze Konferenz lief auch in einer Schärfe ab. Das muss doch zur Kenntnis genommen worden sein, innerhalb der Partei oder innerhalb auch der kulturpolitischen Apparate oder überhaupt der Künstlerverbände. Wie ist denn das reflektiert worden? Da zeichnete sie ja ab, also schon 1963, also eigentlich vorbei war mit dem, was Jugendkommuniqué und bestimmter auch geistiger oder kultureller Aufschwung nach dem Schließen der Grenze sich entwickelt hatte. Und gehört Hager auch zu der Fraktion, die dann, sage ich mal, 65 oder diese Attacken gegen die Ulbrichtsche Politik mit vorangetrieben haben? Jetzt muss ich Verschiedenes auseinanderhalten. Im Jahre 63 war ich, wie hier schon gesagt wurde, FDJ-Sekretär in Leipzig. Und insofern habe ich von dieser Tagung, wo Hager da geredet hat, aus der Ferne gehört. Aber ich habe trotzdem reagiert. Nämlich, ich höre, es wird ein Stück beschimpft, von dem ich keine Ahnung habe. Also habe ich 5, 6 Leute zusammengetrommelt aus meiner Bezirksleitung und gesagt, wir fahren jetzt nach Berlin und gucken uns das Stück an. Und dann haben wir uns das Stück im Deutschen Theater angeguckt und sind wieder raus und haben gesagt, was soll das? Gemecker, was soll das? Die Schimpfe und so weiter. Das ist doch ein interessantes Stück. Sicher kann man da verschiedene Sachen diskutieren, was wie gestaltet ist. Aber also das ist meine Bekanntschaft mit dem Stück Die Sorgen und die Macht und der schlimmen Behandlung von Wolfgang Langhoff und eben auch indirekt, obwohl er nicht dabei war, Hax dort. Wenn du das jetzt koppelst mit einer verniedlichenden Darstellung des 11. Plenums, bitte ich dich doch, das nächstes Mal beim Erwähnen wegzulassen, weil von den schlimmen Auswirkungen wirklich gesamtstaatlicher Art im Lande und auch nach außerhalb war das 11. Plenum unübertreffbar. Auch nicht vorwegnehmbar. Der Ton war bei 63 war noch schärfer, also noch schärfer als auf dem 11. Plenum. Würde ich vorsichtig sein, weil ich traue Hager nicht zu, dass er solche Verbalinjurien noch dabei hatte, wie sie auf dem 11. Plenum dabei waren. Also so, auf dem 11. Plenum gegen Ulbricht, glaube ich, war Hager weniger beteiligt. Er hat zwar bestimmte Sprüche auch so abgelassen wie die anderen, aber es war nicht initiatorisch. Da gehörte er zu den Angegriffenen, weil er war ja verantwortlich für die Kultur. Und so. Also da gibt es Berichte drüber. Da hinten war eine Frage, bitteschön. Zwei Fragen. Dann erstmal davor der Herr, der, ja, bitteschön. Ja, Herr Jakobs. Ja, ich habe eine Frage im Plenum. Und zwar hat das nicht auch im weitesten Sinne einen Zusammenhang mit dem Begriff deutsche Einheit. Ich meine das nicht mit dem Begriff, wie uns 1990 übergeholfen worden ist, sondern aus der Begrifflichkeit der 50er Jahre heraus. Die DDR ist gegründet worden als mit der Motivation, wir retten die deutsche Einheit gegen die Spalter. Ja, es gab jahrelang die Losung Deutsche an einen Tisch, es gab gesamtdeutsche Arbeiterkonferenzen und alles sowas. Und ich war in dieser Zeit Redakteur bei der Berliner Zeitung und ich erinnere mich, dass im Vorfeld, also 64 ungefähr, der damalige Chefredakteur Joachim Herrmann große Mühe hatte, den Redakteuren beizubringen, dass die Thematik Bonn, die Thematik Westdeutschland nicht mehr auf die Deutschlandseite 2 gehört, sondern auf die Auslandsseite. Also die Abgrenzung, es mussten bestimmte ideologische Denkprozesse anders geformt werden in dieser Zeit. Man musste den
Westen Deutschlands als Ausland begreifen lernen. Die vielen Funktionäre in den Bezirken und so weiter. Und ich hatte den Eindruck damals, ich habe das Gefühl behalten, dass es das natürlich eine Gelegenheit gewesen ist für Leute, die eher dogmatisch, hardlinerisch denken, dass dieses auch unter anderem dazu geführt hat, dass man in der Kunst, in der Literatur auch in dieser Beziehung eine sozusagen Bereinigung, eine Abgrenzungsideologie, eine Abgrenzungsstrategie verfolgt hat und dass das die Dinge eigentlich etwas verschärft hat. Vielleicht hat es also insofern sogar einen nationalen Aspekt, was da passiert ist. Ich will noch vielleicht auch noch zum Besten geben, ja, ist ja nicht leicht damals. Nach dem Tod von Abel ging der Spruch um, die Wirtschaftsfunktionäre kriegen ihre Pistolen abgenommen. Die kriegen jetzt die Kulturfunktionäre, die schießen nur auf andere. Das nur als so sieht man, wie die Sprüche gewandelt wiedergegeben werden. Du warst ja im Agitationssektor sozusagen beschäftigt, ja? Bei uns wurde erzählt, richtig, die Wirtschaftsfunktionäre kriegen es abgenommen, die kriegen jetzt alle die Agit-Truppen. Aber was deine Vermutung angeht, Kultur und Einheit, nationale Einheit und 11. Plenum, das ist expressis verbis nicht vorgekommen. Und trotzdem gebe ich dir in der Nähe von 100% recht. Denn die Vorwürfe Brezhnevs gegen Ulbricht, die enthielten auch das Element gegen irgendwelche Sondertouren, die ihr hier mit Westdeutschland macht. Nicht? Brezhnev wollte selber, alleine, der Obermachthaber mit den Bonnern verhandeln. Und da gefiel ihm nicht, wenn von uns eigenständige Beziehungen hergestellt wurden. Also das vermute ich, wenn entsprechende Archive irgendwann auch mal offen stehen und dann auch mal reingucken kann, wird sich das auch noch dokumentieren lassen. Also da bin ich, wie gesagt, in der Nähe von 100% überzeugt, dass das so war und dass es dementsprechend zur Gesamteinschätzung der 11. ZK-Tagung dazugehört. Noch eine Äußerung. Ja, dahinter war. Ja. Also, ich habe zwei Fragen. Das eine ist... Kannst du die mal aufgeben? Ich habe zwei Fragen. Das eine ist zu dem Verhältnis von Ministerium und Zentralkomitee. Das ist ein Thema, auf das gelegentlich angesprochen wird in der Diskussion der DDR-Geschichte, vor allem wenn es mit Hacks zu tun hat, weil der nämlich die These vertreten hat. Und ich glaube, das ist das, worauf Jens Merle mit seiner Frage hinaus wollte, dass im Grunde zwischen Ministerium und Kultur zwei verschiedene, zwischen Ministerium und ZK zwei verschiedene Linien es gegeben hat, dass zwei verschiedene Arten von Kulturpolitik verfolgt wurden. Also nämlich das ZK deutlich dogmatischer und das Ministerium deutlich, sagen wir mal, etwas liberaler oder etwas pluralistischer orientiert. Und meine Frage wäre als Insider sozusagen an Sie, oder an Sie als Insider, so muss es nicht sein, ja, ob Sie das irgendwie bestätigen können, wenn auch nicht in der Absolutheit, in der Tendenz oder ob es überhaupt nicht dem Fall entspricht. Und die zweite ist etwas kürzer. Die bezieht sich, ich bin vorhin nicht ganz mitgekommen, glaube ich, weil es ein bisschen hin und her ging bei dem Thema Boykott nach dieser Biermann-Geschichte. Und Sie haben das Wort verordnet oder angeordnet benutzt. Kann man das irgendwie konkretisieren? Also gab es da irgendwie eine, Anordnung stelle ich mir vor, dass da irgendwie tatsächlich auch eine Anordnung sein muss. Wenn ja, von wo gab es die oder war das wirklich tatsächlich so, dass es quasi spontan an allen möglichen Ecken und Enden eben diese entsprechenden Absprachen gab, aber in dem Sinne keine Direktive es gegeben hat zum Unterbinden solcher Inszenierungen. Ja.
Um mit der kürzeren Frage anzufangen, da stütze ich mich lediglich auf Auskünfte, die man an Theatern der Bundesrepublik Deutschland erfahren konnte, wenn man gesagt hat, ihr hattet doch eigentlich vor, den Hauptstar zu spielen. Und wenn sie dann nicht sagen, na was denken Sie denn, wenn der so einen Artikel macht, sondern sehr viel ruhiger gesagt haben, ja, wir haben hier unsere städtischen Obrigkeiten, die für das Theater zuständig sind und daher. Also mehr Beweise habe ich nicht und ich glaube auch nicht, dass man mehr kriegen kann. Was den ersten Punkt angeht, das klingt jetzt doof, weil wenn ich jetzt antworte, wie ich die Wahrheit sehe, das spricht dann zu Ungunsten der ZK-Abteilung und zugunsten unseres Ministeriums. Aus dem, was ich beurteilen kann, ist es tendenziell richtig beobachtet, was Sie gesagt haben. Hier war jetzt eine Frage. Pardon, erstmal hier links. Ja. Das schließt auch gleich an und ist eigentlich nochmal technischer. Aber, bezieht sich auch auf die Frage des Zusammenspiels oder der Kommunikation zwischen Kulturministerium und ZK. Und zwar in Bezug auf die Genehmigungsverfahren für Erst- und Uraufführungen. Damit haben wir uns jetzt so ein bisschen beschäftigt. In den 80er Jahren wurde das ja vielfach auch angegriffen, weil zumindest die Dramatiker davon ausgegangen sind, dass manche ihrer Stücke da auch versandet sind oder in diesem Genehmigungsverfahren sozusagen verschleppt wurden. Und da würde mich, also und formal war ja, glaube ich, wirklich für die Ur- und Erstaufführung von Stücken in der DDR die Unterschrift vom Minister zunächst notwendig, um mit der Arbeit an dem Stück beginnen zu können. Und da liest man dann auch überall, dass das eigentlich immer nur die Absprache des ZK und der Kulturabteilung dort passiert ist. Stimmt das so oder können Sie da noch? Man findet nämlich gar nicht so viel drüber und das wäre auch so eine Insiderfrage. Ja, da wir leider sehr spartenmäßig eingeteilt waren im Ministerium für Kultur, kann ich die analoge Problematik für Literatur sehr genau beschreiben. Druckgenehmigung ausschließlich durch das Ministerium für Kultur. Bei komplizierten Werken, Rücksprachen, Versuche der Einflussnahme telefonisch oder Gespräche und so weiter und so weiter. Aber die Verantwortung, wenn ich oder eben, das heißt ich als Person, mein kleines Amt da, genehmigt haben, dann war das genehmigt durchs Ministerium für Kultur und niemand sonst. Das alles andere sind begleitende Einsprüche oder eben widersprechende Einsprüche, aber das ist so. Wie das bei den Theatern war, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, welches Verhältnis die auf ihrem Gebiet hatten, ob sie mit ihren Vorhaben, was genehmigen zu lassen, eben angetanzt sind und sich das haben abnicken lassen oder nicht. Was ich weiß, ist, dass ein zusätzlicher Faktor für das Theaterleben natürlich noch darin bestand, dass die Theater ja zumeist auch örtlich unterstellt waren, sodass man also auch von den Meinungsbildungsprozessen in den Räten der Bezirke abhängig war. Wie das jetzt, was da an Zusammenspiel oder auch gegeneinander spielt, war, kann ich so nicht beurteilen, sondern da müsste ich jetzt empirisch nur bestimmte Theateraufführungen anführen, die ich selber gesehen habe und so weiter, aber das führt zu nichts. Jetzt gab es zwei Meinungsfragen dort und davon, Frau Habemmer hinten. Also, erstmal, ja. Sie haben so einen Begriff von Offenheit da eingefügt, weil der war nur der Frage, was Sie jetzt veröffentlichen, was Sie importieren. Den ich kurz mal so fragen wollte, weil ich dachte, dass nach 1956 die verkauft oder die Abgeschlossenheit trotzdem davon ausgeht, dass Literatur, die in der Sowjetunion vor 1956 erschienen ist, doch eben nicht erscheint. Und in den Offenheitsdebatten müsste doch die Frage gestanden haben, wann zum Beispiel in den 80ern Lukács wieder veröffentlicht werden konnte und so. Da haben Sie doch eine Rolle gespielt, denke ich, und haben sich vielleicht kommentars darüber verständigt. Mir erscheint sonst Ihr Offenheitsbegriff ein bisschen beliebig und mich würde mal interessieren, ob unter Offenheit auch mal begriffen wurde, die Literatur, die seit 1956 oder nach 1956 ein bisschen begraben wurde, ob die auch manchmal ein bisschen rehabilitiert werden konnte wieder.
wird es doch ein inhaltliches Interesse, was Haax hatte und wo Sie auch, denke ich, in Ihren Funktionen Rollen gespielt haben. Haben Sie verstanden? Ich glaube nicht ganz. Soll ich übersetzen? Oder? Ja. Nee, nee. Es kann ja erklärt werden. Also gemeint ist, welche Literatur, die nach 1956 erschienen ist. Sie haben von der Bemühung um eine tolle Offenheit geredet. Das habe ich verstanden. Ja. Und da denke ich, schloss das nicht vielleicht auch mal die Wiederzurückbesinnung auf, ich denke jetzt vor allem an Wissenschaft, aber ich denke auch an Kunst und Kultur der Jahre vor 1956. Ob das mit eingeschlossen hat? Vor 1956? Ja. In Beziehung zum 20. Parteitag und zum Absägen von Stalin-Denkmälern in der DDR oder so. Also Stalin-Werke, Lukács-Werke und so weiter. Also jetzt wissen Sie aber schon Bescheid, ne? Also ich überlege erstmal, was haben wir hier vor 1956 vernachlässigt von Werken? Nein, bis 1956 waren sie erschienen und ab 1956 waren sie nicht mehr erschienen. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja. Naja, da das steht von des Lukács. Ja. Lukács ist der Unverfängliche. Das hat begann erst wieder 84. Ja, Lukács ist lange weggedrückt worden und dann wieder gebracht worden. Und das war dann Ihre Offenheit, oder? Dass Lukács und andere gebracht werden. Würden Sie davon reden, dass sich Leute auch bemüht haben um eine Hinwendung zu dem, was vor 1956 in der DDR gab und in der Sowjetunion und nach 56 nicht mehr? Vielleicht auch nicht nur da ist das diskutiert worden, nächstes Mal. Und wenn Sie mich fragen, ich habe, was Lukács Werke, zumal ich selber an denen mich gebildet habe, angeht, immer gesagt, pass mal auf, wenn der sich jetzt in dieser oder jener Situation so verhalten hat, das ändert nichts daran, dass die Werke toll sind. Und wir haben uns ja auch sonst angewöhnt, das Werk sprechen zu lassen. Nicht? Aber es hat eine Zeit gedauert, bis das zur allgemeinen Meinung sich durchgesetzt hat. Oder ich weiß nicht, ob zur allgemeinen, aber zumindest zu derjenigen, die mir das Platz geben konnten, dass das jetzt wieder kommt. Vielleicht an der Stelle noch als Ergänzung den Brief, die Antwort des Briefes. Also es gibt einen Brief vom Kulturministerium an Haax von Hans-Jörg Hoffmann nach 10 Büchern, die für ihn wichtig sind. Und Haax antwortet postwendend, kann man sagen, betrifft Umfrage des Ministers, und das ist jetzt sein Titel, 10 Schritte auf dem Weg zum Leseland. Erstens Heinrich Hoffmann Struwwelpeter, das beste Bilderbuch der Welt. Zweitens Ernst Haeckel, die Welträtsel. Als, in Klammern, als spannendes Jugendbuch vorbeugend gegen Herrn Wojtyla einzunehmen. Drittens, Eugenie Marlitt, die Romane. Übertreffen, was Beobachtung der Gesellschaft, Fabelbau und Unterhaltungswert betrifft, jeden zeitgenössischen Erzähler. Viertens, Richard Friedenthal, Goethe. Theoretisch wertlos, aber unersetzlicher Zugang zu Goethe für jedermann. Fünftens Arno Schmidt, die klassischen Romane, das steinerne Herz, die Gelehrtenrepublik, Kaff. Beste deutsche Prosa der Jahrhunderthälfte, Lustiges über uns enthaltend. Ich glaube, auch erst in den 80er Jahren kam dann die Schmidt-Ausgabe. Sechstens Shaw, die Dramen. Der größte und modernste Dramatiker des Jahrhunderts. Hätte ich mehr Plätze zu vergeben als plus 10, stünden hier auch noch seine genialen Essays über Wagner und über Ibsen. Siebtens, Pierre Corneille und Jean Racine, die Dramen. Die Deutschen haben sich bisher geleistet, die nicht zu übersetzen. Die sozialistischen Deutschen könnten das ändern. Das haben sie übrigens geändert. Na, aber wenige. Ja. Racine was und Corneille. Racine weiß ich genau. Aber nicht die gesamten Werke. Die gesamten Werke behaupte ich auch nicht. Die sind auch unspielbar. Unspielbar? Naja, gleich dazu. Gleich dazu. Ach, sind Szene noch. Gleich vorbei. Isaac Deutscher, Stalin.
Klammern, verärgert anders als etwa Trotzki III kaum durch grobe trotzkistische Fehleinschätzungen, bedarf wahrscheinlich dennoch eines Kommentars von nicht zurückstehender Güte. Bisher überzeugendste Darstellung des ersten Lenkers eines sozialistischen Staates. Neuntens, Karl Rosenkranz, Hegels Leben, tunlich zu ergänzen durch Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, Herausgeber Nikolin. Biografie ist selbst für Erwachsene eine Hilfe zum Werkverständnis. Zehntens, Allunionskongress der Sowjetschriftsteller von 1934, Protokoll, in Klammern, die ästhetische Jahrhundertdebatte. 11.09.1983. Also das waren so Vorschläge. Eine Wortmeldung da hinten, Frau Habemmer hatte sich gemeldet. Ja, ich wollte feierlich mitteilen, dass die Schauspieler, die den Biermann-Brief unterschrieben haben, der an Biermann, für Biermann, mitgeteilt kriegen, dass das haben sie uns nicht verboten. Auch weil der Esche 17 Hauptrolle spielt am deutschen Theater. Dankeschön. Es war eine schöne, schöne Zeit. Wir haben die ganze Provinz bespielt, wir haben da Plunders weiter dran übrig behalten. Und die Fische von Hax und Senecas Tod, ein wunderbares Stück. Hallo, wir haben gut gelebt. Dankeschön. Ja, bitte noch. Irgendwie alle aus dem Nirwana. Also bei der Lücke kam Druckgenehmigung und dann ging das und dann ging das. Jetzt würde ich doch mal, wenn ich an solchen Abend bin, würde ich mich doch mal ich würde es gerne konkret wissen. Es gab eine uns wurde mitgeteilt, Berufsverbot. Wer denn? Ich möchte einfach mal wissen, wer hat es denn mitgeteilt? Also die gleiche Frage hätte ich an sieben Punkten bei der Lücke stellen können. Es passiert immer alles so. Nee, das ging alles ganz offiziell. Wir haben Intendant mit Schwierigkeiten. Was, wer war damals Intendant? Das kann man ja auch nachdenken. Na gut. Naja, Nirvana, also ich meine bei den Büchern, das hat ja Klaus Höpke beantwortet, also da waren die Dinge ja dann in den Buchläden zu sehen. Ne? Also das hat er beschlossen, dass die weiter zu sehen sein werden, dass die weiter da sind. Ich weiß, wie der Druckgenehmigung, ja. Ich meine, hier sitzen nur Leute, glaube ich, die wissen, wie der Druckgenehmigung zustande kam. Ja. Wenn die Frage gestellt wird, warum erschien dieser Hax-Gedicht bei 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre später nicht? Und dann kommt als Antwort, da war dieser Vers von Ulbricht drin. Ja, wer ist denn über diesen Vers gestolpert? Hoffmann, nach den Abläufen, die uns geschildert wurden, durfte der Hoffmann gar nicht das Manuskript kennen. Also es hätte in der Hauptverwaltung gelesen werden müssen und genehmigt werden müssen. So, also hat in der Hauptverwaltung Herr Höpke sich gemeldet oder Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die fürs neue Leben zuständig war, und hat gesagt, Hilfe, da ist ein Ulbricht-Vers drin. Ich möchte die Geschichte konkret erzählt bekommen und nicht, und wir haben, und dann haben wir uns gewandelt und da gab es eine Gruppe oder eine Fraktion nicht, aber dies und das tat sich. Es ist alles sehr unbefriedigend. Tut mir leid. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich denke, solche Prozesse haben sich nie verbal abgespielt. Das sind auch atmosphärische Sachen. Ich weiß es zum Beispiel, im Fernsehen wurden die nicht belangt, die einen Namen hatten, aber dafür die Assistenten, die wurden gekündigt. Ja? Ich weiß es von 3 Fällen. Braucht man nur bei Ingeheim nachzufragen. Das gab es auch. Also geschützt war 76 derjenige, der schon bekannt war, weniger der nicht bekannt war. Aber ich denke nur an Gregor Gysi, der hat am 15. Oktober 1989 im Deutschen Theater gesagt, sie brauchen nicht nach Befehlen zu suchen, warum diese 1000 Leute zugeführt wurden in Berlin. So etwas ist der Leuten ganz bestimmte, nicht Anweisungen, den braucht man nur die Bilder zu zeigen von Dresden, wie da die Reifen brennen und wo die Steine fliegen. Gehen Sie zur Polizei? Geht Ihr Sohn zur Polizei? Ich fand ich damals sehr, sehr inspirierend und aufklärend. Bestimmte Sachen werden überhaupt nicht so abgespielt, wie Sie sich das vorstellen, denke ich. Und da braucht man
Da braucht man bestimmte Bemerkungen und dann geht es seinen Gang. Das ist meine Erfahrung. Aber auch heute. Genau. Ja, wollen Sie sich nochmal äußern dazu, zu diesen Fragen, wie waren die Entscheidungen konkret? Ja, die junge Frau hat doch gesagt, dass sie über alles Bescheid weiß, dann kann sie sich ja vorstellen, wenn also in meinem Teil des Ministeriums wir zu einem Pott nicht gekommen sind, dann bin ich vorhin gegangen zu meinem Minister, dem Jochen Hoffmann. Und wenn der sich das durchgelesen hat und gesagt hat, lass mich nochmal ein paar Tage drüber nachdenken und dann auch zu dem Ergebnis kommen, nee, das lassen wir jetzt lieber sein, dann habe ich nicht weiter umgefragt, sondern gesagt, na, müssen wir ein bisschen warten. Wie bitte? Ja, das hört sich jetzt schon ein bisschen anders. Ja, das war aber nur jetzt eine namentliche Auffüllung durch Jochen Hoffmann. Sie wollten gern noch wissen, wer innerhalb meiner... Ich habe jetzt gehört, dass Sie da nicht nachgefragt haben. Wie bitte? Ich habe jetzt gehört, dass Sie da nicht weiter nachgefragt haben. Das war der... Ich wollte noch, also wir sind ja schon sicher am Ende der Zeit, wenn es nicht die letzte Frage gibt. Es gibt eine ganz frühe Schrift von Klaus Höpke. Frühe Schrift. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Titel genau finden kann. Ich habe auch Stichwort, dann sage ich. Also sofort aufgerufen, Moment. Und zwar heißt die, aha, finden wir doch nicht. Also das ist die Schrift über die Betriebszeitung, genau, über die Betriebszeitung der KPD in der Weimarer Republik als wichtige Instrumente des revolutionären Massenagitation 1956. Und in dieser Schrift untersucht er tatsächlich die Möglichkeiten von Agitation. Und da gibt es einen ganz interessanten Gedanken, dass nämlich in Zeiten, also 1927, der Wirtschaftskrisen oder kurz danach, sich die Betriebszeitung als tatsächliche Organisationsform der kommunistischen Partei und auch des Kampfes konstituierten und dass sie eine Art Lehrstätte waren dass die Partei tatsächlich zu einer Massenpartei wurde, hatte unter anderem damit zu tun. Also es gab hunderte dieser Zeitungen. Peter Hax hat nach 1990 nicht nur eine ganz kleine Gabe an die Zeitung Rotfuchs und Offensiv veranlasst, die also aus den Erlösen seiner Festschrift diesen Zeitungen zukommen sollten, sondern er hat sich auch selbst in solchen Zeitungen geäußert. Sehen Sie heute in solchen Zeitungen eine Möglichkeit einer sozialistischen, ja sagen wir, Agitation, sich zu formieren, zu lernen? Gibt es eine Aussicht für sozialistische Kunst innerhalb oder außerhalb der jetzt bestehenden Institutionen? Denn die Möglichkeit, ein Minister zu sein, also eine ganze Hunderte von Verlagen zu, Hunderte kann man das sagen? Vielleicht 78. Zu 78 Verlage, das ist ja nur in einem Sozialismus, der auch einen Staat zur Verfügung hat, denkbar. Also ich weiß nicht, ob es gibt keinen Bücherminister derzeit. Also es sind ja völlig andere Verhältnisse. Sie haben aber untersucht, in Ihrem Journalistikstudium, so eine Keimzelle des Kampfes. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen von der Zeit Sozialismus, deutschen Sozialismus, der eine Niederlage erlitt. Wie sehen Sie die Situation jetzt? Also, ich muss erst mal ein paar Worte dann sagen zu diesen Betriebszeitungen der meistens KPD-Grundorganisationen. Das waren natürlich hektografierte Blätter mit kleinen, bescheidenen Strichzeichnungen als Illustrationen. Die waren, wie man an den Texten erkennen könnte, nicht von Profis gemacht, sondern von den Arbeiterinnen und Arbeitern
ganz egal, ob von einer Schokoladenfabrik oder von Leuna oder von verschiedenen Maschinenbaubetrieben. Und die wurden vertrieben dort und hatten natürlich für diejenigen, die die ausgeteilt haben, oft Schwierigkeiten zur Folge, weil natürlich die Werksleitung, die Konzernleitung das überhaupt nicht gerne sahen. Und wenn jemand damit in Gänsefüßchen erwischt wurde, das konnte einige schlimme Folgen haben. Also das hat es alles gegeben und wurde dann auch teilweise dokumentiert in diesen Blättern. Ich habe diejenigen Blätter, die ich lesen konnte, in der deutschen Bücherei in Leipzig lesen können. Und die waren dann noch gekennzeichnet durch Stempel, die in der Nazizeit drauf gemacht wurden, streng geheim. Aber das konnte man ja nun durchstreichen und jetzt es öffentlich machen. Wie in der heutigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland analoge Publikationen möglich wären, da bin ich zunächst mal skeptisch bis pessimistisch. Weil die Möglichkeiten, Druckerzeugnisse herauszubringen, natürlich unendlich viel größer sind bei Gewerkschaftsorganisationen. Oder fangen wir anders an, erstmal bei den Werkzeitungen, bei den offiziellen Werkzeitungen, die es gibt, um Reklame für die Festigkeit der Belegschaft und so weiter zu machen. Dann bei den Gewerkschaften, sofern sie über die entsprechenden Mittel verfügen. Und Betriebszeitungen, etwa jetzt von Oppositionellen, das ist schon etwas sehr viel schwieriger. Was die Kunst angeht, das würde ich damit nicht so direkt verbinden. Oder nee, ich will noch eine Anmerkung machen. Durch die jüngsten Bewegungen im Zusammenhang mit Stuttgart und so weiter, ja, bin ich ein klein bisschen wieder optimistischer für solche Möglichkeiten überhaupt. Aber... Also irgendwie übertriebene Vorstellung würde ich mir da nicht machen, das würde ich für illusionistisches Denken anhalten. Das möchte ich lieber nicht machen. Was die Künste angeht, da glaube ich, hat sich doch ergeben, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als wir vorher hatten, nicht dachten, sondern hatten. Aber steigerungsfähig ist das natürlich auch alles. Danke, danke für die anwesende große Aufmerksamkeit. Und vielleicht können wir uns noch eine ganz kleine Sache wünschen, nämlich doch das Gedicht, um das es ging, von Herrn Löbke. Das ist nicht lang, also Sie werden nicht noch lange festgehalten. Aber das geht mit Ulbricht los und ich gucke jetzt mal hier, ob das auch in dem Verzeichnis stimmt. Ja, 774, 274. Also Ulbricht war doch natürlich immer auch die Vorstellung von einem sozialistischen Deutschland und vielleicht nicht so gänzlich illusorisch für Hax jedenfalls. Sie haben das Wort. Ja, bevor ich den Dichter selber sprechen lasse, sage ich nochmal, dass ich in diesem Punkt, also in vielen anderen Punkten auch, und auch in diesem Punkt der Hochschätzung von Ulbricht mit ihm hundertprozentig übereinstimme, dass ich auch meine, unter den Persönlichkeiten nach 45, die wir hatten, ist vom Vorausdenken und konsequenten Arbeiten eher wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen. Also es ist kein Zufall, dass der das Gedächtnis. Westdeutsche Publizist, der Hafner. Dass Hafner Ulbricht auch so sehr hoch bewertet in der historischen Einschätzung. Jetzt also 1.8.1973. Ulbricht leider ist tot und Schluss mit der Staatskunst in Deutschland.
Immer mächtiger treibt's mich in den Goethe hinein. Zieh jetzt, Freundin, dein Herz nicht zurück. Als letztes sonst bleibt mir einzutrimmen die Kunst einer barbarischen Zeit. Dankeschön.